Hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute kläre ich die Fehlerbehebung beim Asus-Computer, wenn der CPU-Fan Error steht. Machen wir zuerst einmal den Computer an. Das heißt, wenn man den Computer anmacht, dann haben wir nämlich das Problem, also er startet halt ganz normal. Da hat man schon das Klick gehört. Aber jetzt steht er auch gleich, wenn wir warten. Da, CPU-Fan-Error. Heute möchte ich klären, was man dagegen macht. Also, ihr drückt auf F1, damit ihr in die Einstellung kommt. Und hier seht ihr die Lüftergeschwindigkeit. Wenn die zu wenig eingestellt ist, geht ihr hier oben auf erweiterter Modus. Hier auf erweiterter Modus. Dann geht ihr hier auf erweitert. Nicht auf erweitert. Wo war das? Ja. Ihr müsst dann auf Monitor gehen. Und hier. Hier steht CPU-Lüftergeschwindigkeit und die ist zu wenig eingestellt. Jetzt haben wir zwei Versuche. Entweder stellt ihr den ersten dahin, dass er bei 400 ist, aber das, ja, dann wird er nämlich auch ganz normal starten, weil da ist er nicht über 500 oder so. Wenn da die Zeit, die hier vorne steht, gibt er hier ein. Aber eine bessere Möglichkeit ist, hier auf das Feld zu drücken und dann einfach auf Ignorieren. Wenn ihr dann auf Beenden geht und dann auf Änderungen speichern und neu starten, dann würde er nämlich gleich ganz wie gewohnt starten. Warten wir mal. Und jetzt wird es spannend. Und startet er nämlich ganz normal? Ja. Er startet ganz normal. Ja, Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, euch hat das Tippvideo gefallen. Das war's mit der heutigen Folge. Haut rein, Leute. Ciao. Oder mit der Fehlererklärung. Lasst ein Abo da auf jeden Fall, wenn euch das hilfreich war. Und guckt auf meinem Kanal vorbei, wo ein paar coole und gute Videos sind. Das war's mit der heutigen oder... Ja, das war's mit dem Informationsvideo zum Asus CPU-Fan-Error. Das war's. Haut rein, Leute. Ciao.